Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Ich war gerade bei der Post, jetzt habe ich so einen Brief abgegeben. Das war dieses Fahrgastrecht-Ding. Mein Zug nach Erfurt hatte ja Verspätung und da konnte ich das abgeben. Krieg vielleicht Teilgeld, alles zurückerstattet von der Fahrt. Was aber auch nicht so viel ist, also. Aber besser als nichts. Immer beschweren, immer Geld zurückholen. Auch letztens habe ich einen Ratepass verloren. Muss ich den Endeffekt auch nochmal anschreiben. Jeder Ratepass zählt. Immer anschreiben, Leute, immer euer Geld zurückfordern. Auf jeden Fall, heute letzter Tag vom Sternshop-Event. Ich hau nochmal ordentlich rein, bisschen Staub machen und dann gibt's das Fazit. Wie viel haben wir gegrindet, wie viele Rocket Stops haben wir gemacht, dies, das, wie viel Staub haben wir gemacht? Ich nehme mal einen Clickrate mit. Ihr wisst, Gigatina interessiert mich jetzt nicht in der Form. Ich habe mein Shiny, muss ich noch mit irgendjemandem tauschen für Lucky Shiny. Ansonsten hier natürlich Arena-Punkte, freier Raid Pass. Sogar der von gestern, also ich muss sogar noch einen eigentlich machen. Und ein 100er brauchen wir noch. Shiny nicht, haben wir sogar. Einer unserer ersten Raids, aber nicht Lucky. Aber 100er brauchen wir noch. 546 und der hat nicht 546. So, was geht ab, Leute? Wir sind wieder zurück. Alter, jetzt ist gutes Wetter und gestern hat es angefangen zu regnen, echt schlechtes Wetter geworden. Hab mich natürlich in den Bus gesetzt, bisschen umgefahren. An der Stelle, wo ich aussteigen wollte, war es zu voll, dann bin ich einfach sitzen geblieben. Kennt ihr das? Dann bin ich halt noch zurückgefahren, bisschen gefahren und dann musste ich auch schon wieder heim, Livestream. Bisschen Stopp gemacht, ist dann nichts mehr Besonderes passiert, nichts, was ihr verpasst habt. Außer eine Sache, vergesst das Margarita, das haben wir aus dem Stapel. Das hier, der ist natürlich jetzt nicht 100. Sondern erst, wenn er erlöst ist. Aber den erlösen wir auch schnell mal. Die kommen einfach. Nicht die, die ich haben wollte. Oder nicht die, die ich haben will. Weil ich will ja einen Nocturn haben. Aber wir schauen uns gleich mal die Ausbeute an. Denn in den letzten 5-6 Tagen habe ich einfach 5, 6, 7 Hunderter Erlös bekommen. Was halt übertrieben ist. So, wir haben ein Navita, noch ein Radfatz, ein Dragosso, ein Anton, ein Shillok bzw. Shigi und ein Galaxo bekommen, seitdem das Event angefangen hat. Wir gehen noch über das Event und vergleichen die Statistik, wie viel Stopp ich gemacht habe, wie viele Stops ich gedreht habe und so weiter. Aber gesamt habe ich jetzt 6, 7, 8, 9, 10, wobei 4 davon Radfatz sind, also 7 verschiedene. Ist eine ganz ordentliche Sammlung, ungewollt. Und das bei 873 Rocket Stops. So, ich drehe mich mal um und schaue, wo war Tag 1? Das war, glaube ich, Tag 1. Da haben wir sogar 3 Shiny gefangen. Saftig. Genau, das ist Tag 1. Wir schauen mal und vergleichen. EP hatte ich 243 Millionen. Und 239.000. Jetzt habe ich 246 Millionen, 318.000. Also ungefähr 3 Millionen und 100.000. Liegt aber auch an den Levelaufstiegen zum Mewtwo-Rate-Day, Mewtwo-Rate-Stunde. Und nee, Gigatina habe ich keine gemacht. Also eigentlich nur vom Mewtwo und von der Mewtwo-Rate-Stunde. Und die Rates, die ich da halt gemacht habe. Aber EP war eh nebenbei irrelevant. Das ist das Interessante. Rocket Stops, 669 hatte ich. Mal den Taschenrechner direkt auspacken. 669 minus nochmal drauf 873. Gemacht habe ich in der Zeit 204 und ich muss sagen, ich bin jetzt momentan richtig im Rocket Stop Fieber. Freue mich auf das Event und nehme jetzt auf jeden Fall gerne alle Rocket Stops mit, die ich sehe. Auch die, die ein bisschen weiter außerhalb sind. Also ich gehe auch jetzt wahrscheinlich mehr Umwege, um die Rocket Stops zu erwischen, weil ich bin heiß drauf. Jetzt, wo die 100er reinregnen, bin ich heiß auf das Teil. Jetzt mache ich einfach natürlich die Medaille voll, aber und noch weiter hinaus. Und es gab natürlich einen Netzstaub. Es gibt immer Staub 500. Ja, jetzt während des Events 1000 bzw. 1500 mit Sternstück. Also hat sich schon rentiert. Das sind einfach 204.000. Und das ohne Sternstück. Ich habe ab und zu Sternstück gehabt. Das sind, sagen wir mal, 250.000 oder sowas. Das ist ein Pokémon, das man auf Max pushen kann. Also schon nicht schlecht. Und das eigentlich umsonst. Und das Pokémon an sich gibt ja auch noch Staub, das man fängt.
Aber gar nicht schlecht. Dann gefangen habe ich 231.240 gehabt. Und jetzt sind es 234.325, sind 3.200 oder sowas. 3.100 in 7 Tagen. Ja, schon schwächer, aber ja, auch nicht so viel gezockt. Wie gesagt, schlechtes Wetter, wenig Zeit gehabt, wenig Motivation. 3.000 Fänge in der Woche sind ein bisschen was über 400 am Tag. Wie gesagt, wir waren jetzt nicht so aktiv. 177, also 178.000 ungefähr gedreht. 100, ja ungefähr 180.000, also ungefähr 2.000 gedreht. 2.200 sogar. Dann gebrütet, 4.887. Jetzt haben wir über 5.000, das heißt fast 200, 180 Eier ungefähr gebrütet. Was wir eigentlich auch hier ran sehen können. Ja, genau hier. Ah ne, Montag war dazwischen. Stimmt. Können wir nicht sehen. Quest hatten wir 8.622. Jetzt haben wir 8.846. Also 224 gemacht. Das an sich jetzt nicht so viel ist. An sich ist es eigentlich sogar recht wenig. Und Staub hatten wir. Die große Frage. 5,4 Millionen. Und jetzt habe ich 6,5 Millionen oder so. Ja, 6,5 Millionen. Sprich, ich habe 1,15 gemacht. Plus das, was ich ausgegeben habe von Max und Monday. Also sagen wir mal 6,1. Auf jeden Fall Minimum 1,5 habe ich gemacht. Ziel war ja 3 Millionen. Also auf jeden Fall sehr, sehr weit drunter. Aber wie gesagt, Wetter war schlecht. Motivation, Zeit war nicht da. Sternstücke waren nicht da. Und es war halt nur Doppelstaub. Nur. Ist natürlich trotzdem nice. Wir haben mitgenommen, was ging, also ist schon okay. Könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so lief. Wie viel Stopp habt ihr gemacht? Rocket Stop technisch. Wir können uns die Ausbeutung nochmal anschauen. Wie gesagt, den habe ich aus der Quest irgendwo, gestern beim Stapel. Den haben wir. Dann gab es das natürlich, das. Den habe ich gestern noch irgendwo geklickert. Das ist mein zweiter. Ansonsten Zubat natürlich, das war nice. Checkt das Video von gestern ab. Shiny Zubat, richtig saftig. Shiny Minon, jetzt eher unnötig. 100er Erlös Radfratz. 100er Erlös Tragosso. Ameise für den Pokédex, aber nicht gut. Den gebrütet, meinen zweiten. Und meinen ersten während der Zeit. Anton Erlös 100. Ist okay. Shigi Shillock Erlös 100. War nice. Ach, oder Kleinstein Shiny gefangen. Warum auch immer. Ansonsten. Plusse, stimmt, plus Lauch. Und Relaxo von aus Erfurt, Mac 2019. Ein Chillast, auch aus Erfurt. Da waren ja die Starter vermehrt. Da habe ich irgendwo ein Chillast geklickert. Erstes Lüchtel, aber beide leider schlecht. Sehr schade, weil die schon gut sind. Europe, oh mein Gott, Europe, ja Mann. Europe, Shiny, das war saftig. Megaplan natürlich, war ja auch am Start während der Zeit. Ein Visor, genau. Und das war's, glaube ich. Und Kassador wild gefangen. Aber das war's. Ja, danach war, oder davor war dann das da. Jo, das war's von mir. Und vom Sternstopp, Stardust Blast. Starstrike ist immer noch Yu-Gi-Oh! Sorry. War eine nette Woche. Nächstes Event, also jetzt erstmal am Samstag C-Day. Viel Spaß wieder fuck da. Dann müsste wahrscheinlich auch dann das mit Halloween und dem Ticket und dies, das kommen. Und irgendwas mit Team Rocket wahrscheinlich auch noch. Ich bin gespannt, was da demnächst kommen wird. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was bei euch so ging die Woche. Was waren eure Highlights? Wie viel Stopp habt ihr gemacht? Wie viele Rocket Stops habt ihr gemacht? Wie viele Quests habt ihr gemacht? All das. Unten in die Kommentare, wie viele Fänge. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab, vergesst nicht. Pokémon ist serious business.